Fliesen. Zu den beliebtesten Verlegemustern gehören neben der klassischen geraden Verlegung weitere Muster wie Schachbrett, Halbverband oder Blockverband. Je nach Größe und Format sind noch viele weitere Verlegemuster möglich. Eine große Auswahl an Mustern finden Sie auch direkt vor Ort bei Ihrem Euro-Baustoff-Fachhändler. Die passende Beratung zur Verlegung Ihres Wunschmusters erhalten Sie dort gleich mit. Bevor es losgeht, sollte der Untergrund trocken, sauber und frei von Unebenheiten sein. Grundieren Sie anschließend den Untergrund mit einem tiefen Grund. Mit einem zusätzlichen Haftgrund sorgen Sie für den perfekten Halt der Fliesen. Ihr Euro-Baustoff-Fachhändler hilft Ihnen gerne bei der Wahl der richtigen Grundierung weiter. Beachten Sie beim Auftragen auch die Herstellerhinweise. Gehen Sie nun bei Wänden und Böden gleichermaßen vor. Zuerst tragen Sie den Fliesenkleber leicht schräg in kleinen Abschnitten mit einer Zahntraufel auf. Verwenden Sie bei großen und dicken Fliesen eine grobe Zahnung, bei kleineren, dünneren Fliesen eine feine Zahnung. Der Fliesenkleber muss auf Material und Untergrund abgestimmt werden. Achten Sie auch auf die Herstellerhinweise oder fragen Sie Ihren Euro-Baustoff-Fachhändler. Drücken Sie die Fliesen entsprechend dem vor der Verlegung festgelegten Muster in das Kleberbett. Für den richtigen Fugenabstand sorgen Fugenkreuze, die es für unterschiedliche Abstände gibt. Drücken Sie die Fliesen mit der Hand an oder klopfen Sie diese mit einem Gummihammer leicht fest. Verfahren Sie so mit allen weiteren Reihen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Fliesenrückseite stets mit ausreichend Kleber versehen ist. Zuschnitte können ganz einfach mit einem Fliesenschneider vorgenommen werden. Aus Sparungen können Sie je nach Beschaffenheit der Fliese mit einer Flex oder einer Fliesensäge vornehmen. Unregelmäßige Formen können Sie mit einer Papageienzange herausbrechen. Beim Zuschnitt von Löchern verwenden Sie am besten eine Bohrmaschine mit geeigneter Bohrkrone. Vor dem Auftragen des Fugenmörtels müssen die Fugen sauber, trocken und gleichmäßig tief sein. Kleberreste können Sie beispielsweise direkt bei der Verlegung mit einem Holzkeil einfach herauskratzen. Kleberreste auf der Fliesenoberfläche lassen sich mit einem feuchten Schwamm vor dem Aushärten entfernen. Verteilen Sie den Fugenmörtel gleichmäßig auf der Fliesenfläche. Verwenden Sie dazu beispielsweise einen Gummiwischer. Arbeiten Sie dabei immer diagonal zum Fugenverlauf. Überschüssigen Mörtel können Sie anschließend mit dem Gummiwischer wieder abziehen. Nach dem Antrocknen kann die Reinigung mit einem feuchten Schwamm oder Schwammbrett beginnen. Arbeiten Sie hierbei stets diagonal. Nachdem alles getrocknet ist, können Sie mit einem weichen Lappen zum Schluss noch einmal nachwischen. Dehnungs- und Übergangsfugen füllen Sie mit Silikon auf. Tragen Sie dazu das Silikon mit gleichmäßiger Geschwindigkeit auf. Befeuchten Sie anschließend das Silikon mit einem Schwamm oder einem Pinsel. Geben Sie hierzu etwas Spülmittel ins Wasser. Mit einem speziellen Silikonspachtel können Sie die Naht anschließend glätten. Leichter geht es, wenn Sie den Silikonspachtel ebenfalls in das Wasser eintauchen. Achten Sie bei der Verarbeitung aller Materialien auch auf die Hersteller- und Bearbeitungshinweise. So haben Sie lange Freude an Ihren neuen Fliesen. Euro Baustoff. Die Fachhändler.